Kane. Whoa. Stone Cold's shocking challenge. Oh yeah! Oh yeah! Would garner him his championship rematch. The crowd is jacked! Oh, here we go! Look at this! The title is at stake. There is no risk. Epische Musik, wie geil. Mr. McMahon, who stunned Austin the following week on Raw by announcing a number one contender's triple threat match between Undertaker, Kane, and Mankind. Oh. We are about to find out who the number one contender is for Stone Cold's title. There's no Undertaker. He's supposed to be out here. Undertaker's missing the boat here. He had a chance to be the number one contender. Well, we gotta have a match. Kane and Mankind. Mankind refused to fight. The Undertaker didn't have the guts to show up. Kane is going to be the number one contender. Here is your winner, Kane. Stimmt, Undertaker, lol. Ach ja. Oh, geile Sache. Cool. Da war Weg noch WWE. Wow. Erreiche alle historischen Bonusziele. Okay. Führe den No-Press-Move aus. Bringe den Schaden deines Gegners auf moderat. Here comes the WWE Champion. This is not a man, but a damn sure confrontation. And business is about to pick up. Oh yeah. Undertaker might be fixing to take a ride in Stone Cold's hearse. Undertaker with his back to Austin. Turn around! Turn around and face him! What the hell? That's Kane! No, wait! It is the Undertaker! Da war grad irgendwas. I don't think so. Or maybe it is. I don't think it is. Look at the tattoos! It's the Undertaker! He's got Kane's mask on! But why? Ist das jetzt Kane oder der Undertaker? Ey, das weiß ich mal. Doch, das ist. Warte mal. Bin gerade erst verwirrt, weil ich kenne das wirklich nicht, Leute. Wirklich ist peinlich und so. Ich muss das irgendwie mal aufbetreiben, die alten Storylines. Wenn ich mir schon alte Matches ansehe, denke ich mir so. Ah. Geil. Stone Cold und The Rock, ey. Oh. Auch wenn du ein bisschen WWF mal gesehen habe früher als Kind, da waren die beiden so, boah. Die waren cool. Mit Bret Hart fand ich auch noch sehr cool eigentlich. So bei WWF, ne? Bret Hart bei WCW habe ich schon nicht mehr miterlebt. Nicht mal so richtig, ne? Aber die waren so meine Helden, ne? Und bei WCW, da hatte ich ganz viele Helden eigentlich. Ich fand da cool DDP. DDP war der allercoolste für mich. Sein Bam und so. Oh. Herrlich. Ich liebe DDP. Dann, was gab's noch bei DDP? Was gab's noch bei WCW? Goldberg. Dann halt das Stable, das um DDP aufgebaut wurde. Beziehungsweise die Tag Team Partner, glaube ich sogar nur. Das war Canyon, Chris Canyon. Und Bam Bam Bigelow. Schleife den Gegner zum Leichenwagen. Okay. Na komm, einfach mit. Austin, no!
So. Habe ich Blut aktiviert? Hm. Ja, dass es sensiert ist. Ey, die müssen wegen einfach so klassisch. So, komm mal mit. Schleifen nochmal die Gegner dahin. Mhm. Wie fand er aber noch früher cool? Kevin Nash mochte es nie früher. Den fand ich irgendwie doof. Sting fand es geil. Sting war wirklich so, boah. Sting war einfach der Motherfucker für mich. Der war einfach cool. Nee, ich hatte gerade viele Tasten aus. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Die Ballen L2, R2, glaube ich, gedrückt halten. Okay, gut. Der Undertaker. Okay. Undertaker Verkleidung für Kane 97 bis 99. Es war Kane. Ja. So it was cahoots all along. Mr. McMahon warned me Kane was no good and I tried to believe it wasn't so. And now that is well, Mr. McMahon has offered me my chance at redemption. And redemption lies right above my head. Because Mr. McMahon knows that when Kane and Mankind are locked inside the Hell in a Cell, that I'm going to... Well, I'm going to get my ass kicked, aren't I? What kind of an idiot would step inside the same match that nearly cost him his life? Well, Philadelphia, you're looking at that idiot right now! So, Kane, I'll see you later tonight in hell. Have a nice day. Okay. Okay. So, bringe Mankind Schaden auf Kritis und versuche einen Pin. Ah, ja. So, triff Mankind mit einem Stuhl. Triff Mankind mit einer Stahltreppe. Führe 3 Soul Slams aus. Was? Okay, das heißt, diese Kreistaste ist verboten. Remember that Stone Cold Steve Austin has said that he will get his hands on Kane or The Undertaker right here tonight. Well, I remember the last time that Mankind was in hell. Hey, what's he doing? He's lost his damn mind, Kane. We're not supposed to be out here. You're supposed to be in there. And here comes The Undertaker. Aw, hell. I'm getting out of here. Undertaker going up. Oh, God almighty. It's happening again. I knew this was going to happen. Mankind's body just fell flat on the concrete. Mankind was trying to go up to the top of the cage. Ga
geil, Easy Dub Chance. Treppe. He's left the ring. This could get interesting. So. What's he doing? What's Hallo? He doing with all those steel steps getting used now as a weapon? Einfach ein paar Mal draufschlagen, ne? Oh, what a shot. Oh, that should do it. I mean, ach, how liebe much Stühle. Punishment do you have to do in chair landing again? Stühle am Essen, was klassisches im Wrestling, finde ich. Einfach draufschlagen wieder. Schön auf den Kopf immer. Ja. So. Ich finde auch die Suplexe, die hier sehen, richtig brutal aus, weil die gehen richtig schon auf diesen Nackenbereich. Weil normalerweise müssten die so wirklich gerade auf den Rücken fallen. Aber da nicht so. Here's a good reason that's called a backbreaker. It can snap your spine. Will you look at the power of the big red machine? Mankind. Mankind has got to be king. So. Kommt der erste Choke Slam. Oh no, Kane, no. So. Komm her. Jetzt bloß ist die Kreistaste probieren. Einfach draufschlagen, ey. Einfach draufschlagen. Jetzt haben wir schon den zweiten Signature. Steh auf, Mankind. Alter, wie lang kann man da so spammen? Das ist schon brutal. Okay, und da fliegt erstmal die Treppe weg. Oh, da war ein Tombstone. Toll. Ich bin aber auch ein Vollidiot, ey. Ja. Schönes Replay. Wie findet ihr gerade den WWE Champion Big Show? Ja, Big Show müsste es eigentlich sein. Ja, Big Show doch, oder? Ich finde Big Show sehr langweilig. Big Show ist für mich einer der langweiligsten Charakter ever. Er unterhält mich gar nicht mehr irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach nicht mehr die Zeit für Big Show. Das habe ich erst im Gefühl, weil. Ja, ich weiß nicht. Seine Matches sagen mir wirklich nichts zu. Und. Es ist auch nichts Neues mehr in diesem Gimmick vorhanden. Also. Er ist einfach nur noch der. Irgendwie größte, schwerste Athlet, den es halt so gibt. Das war's. Mit seiner Faust, die stärker als Sheamus Kick ist oder so.
ist alles nicht so meins. Ich finde mehr so Leute cool wie Dolph Ziggler. Ich hoffe wirklich, dass Dolph Ziggler World Heavyweight Champion wird. Er hat jetzt eine Fehde mit CM Punk, John Cena. Und ich finde es so gut irgendwie. Klar, die Fehde ist ein bisschen trashig, so, oh, meine Freundin und so, ne? Mit AJ und so, also, schon trashiger Scheiß. Aber so gut irgendwie, dass Dolph Ziggler gegen John Cena ran darf und so. Da sieht man teilweise, dass die WWE ihm schon vertraut. Mit 6 freigeschaltet, geil. Ich werde mal sehen, was das für ein Match ist, weil da kann ich weiter labern in einem Match und hab dann keine Redepause und so. Oh, mal sehen, was das so wird.